ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich nebenher einen Bonbon lutschen muss, weil ansonsten kriege ich hier gleich den Asthmaanfall meines Lebens und falle irgendwie tot um. Ich hoffe, das stört nicht. Ich wollte aber unbedingt für euch dieses Video abdrehen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist und weil es auch irgendwie total was Schönes ist. Ich habe im Laufe des halben Jahres, wo ich jetzt praktisch YouTube aktiv Videos hochlade, so tolle Menschen kennengelernt. Wirklich Leute, mit denen ich zum Beispiel jetzt wie mit der Laura, mit Tessie Tasty, den Adventskalender mache. Die Dana, wo ich diese tollen Make-up-Tutorials gemacht habe, zu Halloween, die ich mittlerweile auch als Freundin total schätze und liebe. Und ich habe nochmal jemanden kennengelernt dieses Jahr, der mir wirklich sehr viel bedeutet. Und zwar ist es die Alida vom Kanal Family for Life. Wir haben uns schon vor, oh, Leute, bestimmt 1,5 Monaten so intensiv miteinander beschäftigt. Wir haben halt gemerkt, irgendwie, hey, die passt mir voll. Wir kommen so gut zurecht miteinander und haben auch immer wieder mehr getextet, mal Handynummern ausgetauscht und so. Und da kam uns halt die Idee für unsere Kanäle, weil wir immer so dieselbe Abonnentenzahl hatten, so fast wie ein Kopf-an-Kopf-Ding, dass wir halt fast immer mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger. Man hat sich eben miteinander ausgetauscht und dann haben wir die Idee gehabt, ein Tauschpaket zu machen. Anfangs war das Tauschpaket eigentlich darauf ausgerichtet, praktisch gegenseitig uns Sachen zu schenken, bis zu einem, also wir haben halt so einen Betrag festgelegt. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, sehr verschwommen, muss ich sagen. Haben dann einfach gesagt, wir wollen uns was schenken, was für Winter-Herbstzeit perfekt ist, ja. Sprich, Sachen für die Skincare, Bodycare und so weiter. Und umso länger man sich miteinander beschäftigt hat, umso inniger wurde das Verhältnis und umso mehr wusste man, okay, das könnte ihr gefallen, das hat sie schon. Alida hatte massiv Probleme, Sachen zu finden, die ich noch nicht besitze. Ich kann das gar nicht verstehen, bei dem wenigen Haulen, das ich tue. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, mir etwas zu schenken, was ich in der Make-up-Welt noch nicht besitze. Was, sage ich mal, meinem Geschmack entspricht. Also zum Beispiel MAC oder so, da könnte sie mir alles schenken, weil da habe ich fast nichts von, außer diesen einen Highlighter und diese paar Lippenstifte aus meinen Paketen, die ich da von der Nadja damals erhalten habe. Und trotz allem muss ich sagen, hat sich diese Reise total so voll persönlich entwickelt. Wir haben dann halt gesagt, ja, also, ah, Moment, die mag das und die mag das. Und dann hat man das gesehen im Laden, hat man es doch mitgenommen, weil man gedacht hat, ha, das freut die Alida bestimmt. Und was sie mir geschickt hat, ist, also Alida hat mir, ich glaube, eines der größten Pakete geschickt, die ich je in meinem Leben gesehen habe, ja. Geschweige denn je eins, das ich je bekommen habe. Ich weiß gar nicht, was für eine Größe das ist. Triple X? Gibt es auch XXL? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall würde ich das Paket gerne mit euch auspacken und euch die einzelnen Items zeigen und natürlich auch ein bisschen erzählen, was wir uns dabei gedacht haben. Und schön dranbleiben. Natürlich habe ich ihr auch natürlich ein Paket geschickt. Allerdings ist das halb so groß wie das hier. Also, Alida, ich schäme mich. Ich schwöre dir, Schatz, ich schäme mich so sehr. Ich weiß gar nicht, warum ich so wenig gekauft habe. Aber wir haben eigentlich zum Beispiel uns gar nicht so Vorgaben gemacht. Wir haben halt gesagt, sie hat mich halt gefragt, von was ich zum Beispiel nicht so viel besitze. It was a hard work. Ich musste wirklich durch meine Zimmer gucken und musste gucken, okay, was habe ich jetzt wirklich nicht massiv viel. Also bei Lidschattenpaletten, Leute, ich bin Lidschattenpaletten-Queen. Also ganz ehrlich, ich bin so ein Suchti nach Lidschattenpaletten, weil ich einfach so, so gerne mit diesen arbeite, wie so ein kleiner Artist, so ein kleiner Van Gogh, ja. Also ich bin echt da total künstlerisch unterwegs, weil ich einfach irgendwie, ich habe nicht einen Pink, ich habe irgendwie 100 Pinks in verschiedenen Nuancen und denke mir halt, ah, es ist immer noch eine andere Nuance, ja. Und dieses Paket, wie gesagt, bedeutet mir sehr, sehr viel, weil ich einfach sie so gut kennenlernen konnte. Und ich bin so gespannt, was da drin ist. Also, das ist mir scheißegal, ob ich Halsschmerzen habe, Leute. Ich drehe weiter. Und ich habe hier einen Tee. Ich habe in meiner Hamsterbackentasche einen Eukalyptusbonbon. Und los geht's. Into So, das das Video. Erste, was mir hier entgeht. Also, ich stelle es mir jetzt hier auf den Tisch. Oh, das, Leute, das ist so riesig. Ich kann es, warte mal, ich mach mal das raus hier. So. Leute, schaut euch mal, wie liebevoll die das eingepackt hat.
Alter, Alter. Und dann muss ich sagen, das ist schon wieder scheiße. Ich hasse Einpacken, wirklich. Fragt mal die Laura, ich musste teilweise sogar Sachen wie Öle und so bei unserem Adventskalender in Zewa-Wisch- und Wegrolle einpacken. Meine Katzen machen schon wieder Terror. Weil ich einfach so Probleme habe mit dem Einpacken. Ich bin einfach echt keine geborene Einpackerin. Ich hasse es. Leute, das ist ganz furchtbar. Jetzt gucke ich mal. Also, das erste ist hier. Ein frohes und schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Das wünsche ich dir natürlich auch, mein Schatz. Oh, schaut mal. Alida ist Mutter zweier wunderbarer Kinder, die immer unsere WhatsApp-Videos pranken. Die springen immer dazwischen. Hallo, Jenny! Oh, das ist so süß, wirklich. Ich finde euch so süß, ihr Mäuse. Ich freue mich auch so, so sehr, euch mal zu Hause besuchen zu kommen. Weil wir haben definitiv gesagt, dass wir uns nächstes Jahr alle 2-3 Monate auf jeden Fall besuchen werden. Wir haben auch einfach gesagt, wir wollen so ein bisschen zusammenhängen, ein bisschen nach Köln kommen, shoppen gehen und so. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, einfach auch ein bisschen Ausgleich zu finden. Und ich lese euch mal die Karte vor. Hey, mein Schatz, ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. Wünsche dir von Herzen nur das Beste. Hoffe, meine Auswahl gefällt dir. Oh, voll toll, Alida. Und sag deinen Kindern vielen, vielen Dank für die wunderschöne, selbstgemalte Karte. Ach, guckt mal, wie süß die ist, wirklich. Oh, danke schön, Mäuse. Wisst ihr, was mir dieses Jahr extrem aufgefallen ist, ist, dass YouTube hat mich sehr frei gemacht. Also YouTube hat mich beflügelt, sehr kreativ gemacht. Ich hätte niemals sowas wie Annabelle geschminkt, wenn ich die Dana nicht kennengelernt hätte. Ich hätte niemals einen so witzigen Adventskalender gebastelt, wenn ich die Laura nicht kennengelernt hätte. Und ich hätte auch niemals einen so tollen Menschen kennengelernt, hätte ich jetzt nicht jemanden gefunden wie die Alida, die noch cranker ist teilweise mit Make-up. Wir gehen sogar gegenseitig auf Pirsch. Ich habe ihr zum Beispiel, ich schicke ihr immer so die neuesten LE-News. Schatzelein, du weißt schon, was ich spreche. Und wenn ich die zum Beispiel bei mir bekomme, dann habe ich ihr jetzt zum Beispiel in ihrem Paket, habe ich ihr Sachen reingestopft, die bei uns es als LE gegeben hat. Ich verlinke euch das Video von den LE-Neuheiten von Rival de Loop gerne hier oben in der Infocard. Und das war so witzig. Wir haben gegenseitig uns geschrieben, Jenny, ich habe den Highlighter, den Eimer-Highlighter, den haben wir gegenseitig gesucht. Ich habe den irgendwann gefunden, habe den ja schon reviewed für euch. Und dann haben wir uns gegenseitig geschrieben, oh, hast du den, hast du den? Nein, haben wir nicht. Und das war so witzig, Leute. Und ich würde sagen, ich starte jetzt mal. Und das ist richtig krank, Leute. Also, ich fange jetzt mal an. Oh, das nehme ich mit zur Arbeit. Oh, das ist voll süß. Das ist, ha, von meinem Lieblingsladen, Primark. Und zwar ist das eine Tall Mug. Und zwar ist das eine wunderschöne, mit, wie nennt man denn das, Lebkuchenmännchen? Oh, es ist wie Weihnachten, ehrlich. Und zwar ist das eine wunderschöne Tasse. Oh, vielen Dank, die tue ich gleich bei meinem Patienten, wo ich immer bin, tue ich in den Schrank, dann erinnere ich mich immer an zu Hause. Leute, echt krasse Scheiße hier wirklich. Was total witzig ist, Leute, da drin sind solche, ich sag immer solche, kennt ihr so Käsebällchen? Das sind solche, oh, ich weiß nicht, wie man die nennt. Ah, wow, da werden sich meine Babys freuen. Also die Alida hat an meine Babys gedacht und zwar an Beefsticks und an Whiskas. Oh, vielen Dank, Schatz, da werden die sich freuen. Wo sind die Geschenke für mich? Also, so. Ich bin das Item, das Alida nicht mag. Hoffe, du magst mich. Stimmt. Wir hatten noch ein kleines Zusatzding dazwischen. Und zwar, Alida und ich haben halt gesagt, wir haben halt Produkte zum Beispiel, die wir nicht so toll fanden. Ja, ich habe ihr halt was eingepackt, was ich hier zu Hause liegen hatte, was ich komischerweise gekauft habe. Aber nie irgendwie aufgetragen habe oder benutzt hatte. Und dann haben wir halt gesagt, hey, bevor das hier vergammelt, tauschen wir uns die Sachen aus. Vielleicht hilft's was. Und ich packe jetzt auf jeden Fall dieses wunderschöne Paket ein. Sie hat auch gesagt, die sind anders eingepackt. Aha. Ich mag das Produkt nicht, ist dieses... Oh. Jesus Christus, das riecht aber voll nach Gül. Und zwar das Rose Sense Gülsuyu Rose Water. Ich denke, das ist ein türkisches Produkt. Das gibt es ganz neu beim DM. Sie hat gesagt,
Bei ihr hilft es nicht. Also, ich muss sagen, dieser Duft ist schon extrem stark. Also, ich muss es echt mal ausprobieren, weil sie hat halt gesagt, da steht, das ist destilliertes Rosenwasser. Das heißt, da ist kein Alkohol, gar nichts drin. Das sind einfach wahrscheinlich so eingelegte Rosenblüten und dann halt praktisch extrahiert und rausfiltriert praktisch. Und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, Schatz. Ich hoffe, dass es mir hilft, weil das ist echt nicht billig, Leute. Also ich weiß natürlich aus meinem DM-Junkie-Zeiten jetzt noch, wenn ich immer reingehe, ich habe das schon gesehen, das kostet 15 € and you better work. Also ich hoffe, das Zeug funktioniert, wenigstens bei mir. Und jetzt nehmen wir hier. Mich braucht man immer. Also das braucht man immer, hat die Alida behauptet. Und jetzt packen wir mal aus. Das ist so tolles Papier, Leute. Die hat so recht. Schaut mal. Ich habe Kosmetiktücher bekommen in einem ultra süßen Vintage-Look und ich liebe die. Ich kaufe mir, Schatz, tatsächlich immer nur diese kleinen Päckchen, weil alle anderen sind mir zu groß und die sind auch zu klobig. Vielen, vielen Dank, Schatz. Also ich finde die richtig geil, weil ich mag diese total gerne. Weil erstens mal niese ich voll oft, dann rotze ich mir damit ordentlich die Popel aus der Nase. Und zweitens finde ich diese Päckchen unheimlich schön designt, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Dieses Paket ist einfach zu groß. So, dann nehme ich jetzt mal das hier. Das ist Parfümerie Becker. Matte Beauty Center Handwash Spice Apple. Okay, das ist jetzt. Ah, das ist ja lustig. Schaut mal, das ist so ein Chimney. Also, was, wie heißt das? Ah, Schornstein. Und da ist oben so ein Nikolaus, der da raushängt. Wie toll. Also ich nehme mal an. Ah, Moment, der hängt da noch. Ich fühle mich heute. Ich fühle mich heute wie Geburtstag, Weihnachten. Dabei habe ich im Januar Geburtstag, Leute. Ich bin so gespannt. Bin so aufgeregt. Das ist Handwash. Das ist, glaube ich, eine Seife oder sowas. Das ist ganz interessant aufzumachen, Leute. Guck mal. Leute. Was für ein edles Design. Richtig geil. Jetzt muss man riechen. Mit den letzten Nasenlöchern, die ich noch habe, die überhaupt noch frei sind. Wow. Ey, Leute, das ist von der Marke. Made in England, wollte ich nur gesagt haben. Oh. Das habe ich kaputt gemacht. Leute, ich werde das einfach behalten. Ich finde das richtig süß und lasse das jetzt einfach da hinten irgendwo stehen oder so. Das finde ich richtig goldig und so voll die gute Erinnerung. Das ist eine Handwaschseife und zwar sowas wie Bratapfelgeruch. Das riecht mega lecker und zwar von Matte Beauty Center Baby Handwash Spice Apple 250 Milliliter. Also ich finde, ey, das ist so eine geile Handwasch und auch die Konsistenz ist interessant. Schaut mal, das ist so richtig glibberig. Also, ich muss das unbedingt später ausprobieren. Also, die Verpackung muss ich mir irgendwo hinstellen. Die ist richtig, richtig goldig. Dann. Ah, endlich gefunden. Was das wohl sein kann. Aber das war völlig unabsichtlich. Ich habe den ja tatsächlich schon gekauft gehabt. Und zwar haben wir uns gegenseitig den Caviar de Gouche gekauft. Ich muss den kurz abpudern. Und zwar ist es der Caviar de Gouche Highlighter. Das war so, wo ist schon mein Tuch jetzt hier? Das war so schwer, den zu bekommen, Leute. Ich glaube, ich habe noch nie so Probleme gehabt, in einer LE irgendwie das Produkt zu finden. Das war total furchtbar. Also ich habe den echt aufs Verrecken nicht gefunden. Und das war so schlimm. Also wir haben wirklich überall geguckt. Sie war in 1000 DM Rossmann und mir ging es ja genauso. Und das war echt nicht mehr schön. Also das war echt anstrengend. Aber vielen, vielen Dank, Schatz, weil das da, das haben wir echt beide so aufs Verrecken gesucht und wir haben echt kein Glück gehabt. So, jetzt, oh, hier, da ist schon noch mehr. Oh Gott. Gönn dir. Gönn dir ist ein Spruch, den Alida auf jeden Fall im Patentamt mal anmelden sollte, weil gönn dir. Alida ist ein so gönnerhafter Mensch. Sie ist kein Mensch. Ich glaube, sie kennt keine Eifersucht. Sie kennt kein Nicht-Gönnen. Sie kennt keine sich freuen für jemanden. Das ist eines der wenigen Menschen, die ich kennengelernt habe, die wirklich bei allem, was ich ihr erzählt habe, ihr Bilder geschickt habe, sagt sie, wow, geil, oh, das freut mich und so. Sie ist nie missgönnerhaft und so. Und das ist so, so selten.
Und ich bin so froh, dass ich so einen Menschen kennengelernt habe, der so normal auf Sachen reagiert. Sie findet es auch total interessant, wenn ich wieder neue Lidschattenpaletten gekauft habe, weil im Prinzip ist das Einzige, was sie dann tut, zu schauen, ob sie auch gefällt. Oh, das ist geil. Das ist eine Homemade Biscuit bezaubernde Vanille. Oh, das ist eine... Wow, das ist eine total schöne Kerze, die einfach monströs riecht, Leute. Das ist, glaube ich, von diesem Glade. Ja, genau, von Glade. In einem wunderschönen Glas. Und die riecht so richtig lecker, so nach karamellisierten Vanilleschoten oder sowas. Richtig lecker. Danke, danke, Schatz. Dann... Gott, da ist so viel Zeug drin. Das ist echt nicht mehr normal, ey. Da steht jetzt nichts drauf. Das ist... Also, das sieht so aus. Könnte auch eine Tasse sein. Oh, Leute, bin ich froh, wenn ich wieder gesund bin. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich nehme euch mal so ein bisschen drüber. Ey, Leute, die ist schon echt crazy. Also, sie hat mir jetzt mal eben echt ein Stück Kindheit zurückgeschenkt. Das ist so toll. Kennt ihr diese Lollis? Also, das ist ja sowas Goldiges. Kennt ihr diese Lollis, die so krass künstlich schmecken? Ey, wie witzig. Und zwar sind das so Scheibenlollis. Also, es ist wie so eine Riesenstange und es sieht so runtergeschnitten aus. Und es sind einfach mal hardcore süße Lollis, die sie eingepackt hat. Ich finde dieses Teil auch geil. Allerdings muss ich dir sagen, ich glaube, da mache ich meine Wattestäbchen rein, weil ich finde das richtig geil. Die Lollis werde ich brüderlich-schwesterlich hier aufteilen unter Marc und mir. Die werden uns auf jeden Fall zusammen reinziehen. Es geht schon weiter im Text. Oh, das ist ein Riesen. Farblich passe ich zum Auto. Also, mein Mann und ich haben uns ja vor etwa 3 Wochen einen E200 AMG-Line gekauft. Und zwar in einem dunklen Rot. Das war schon lange ein Traum von uns, ein solches Auto zu besitzen, den wir uns ganz, ganz lange angespart haben und uns auch finanziell so weit stabil gemacht haben, dass wir uns dieses Auto problemlos leisten konnten. Und sie hat jetzt gesagt, das ist nicht dein Ernst, Alida. Oh mein Gott! Are you nuts? Oh Gott! Also, sie hat mir eine total schöne Klatsch und die passenden Handschuhe dazu geschenkt, weil sie hatte mir mal gestern vor ein paar Tagen gesagt, also Jenny, wenn du mal ein bisschen schicker ausgehst, was ich nie tue, ich gehe immer in Pyjama, dann tu mir den Gefallen und zieh die Sachen an und benutze das Ding, was aussieht wie dein Auto in der Farbe. Dann habe ich gesagt, okay, ich benutze das Ding. Oh mein Gott. Guck mal, wie hübsch die ist. Das ist so eine richtig schöne, kleine, wirklich mega praktische. Also ihr habt wirklich kleine Fächer. Oh mein Gott, Alida, vielen, vielen Dank. Wenn du wüsstest, dass ich schon 150 Taschen habe. Ich habe wirklich also ein Taschenproblem. Also es ist ganz übel. Ich gehe ja auch im Februar in der Glöckner von Notre Dame hier in Stuttgart. Und da werde ich die definitiv direkt austesten. Und die Handschuhe, die finde ich sehr geil, weil die sind... Also ich habe mir heute beim Primark welche gekauft und die sind halt mal ganz klassisch und mega warm. Vielen, vielen Dank, Schatz, vielen, vielen Dank. Ein X-Mess Make-up. Ah! Oh Gott! Ein X-Mess Look, bitte! Alles klar! Oh Gott! Ich bin so verschrien bei Freunden mittlerweile, die meine Videos anschauen. Die sagen so, Jenny, what the fuck are you thinking about, wenn du deine... Also, Alida, sie sagt zu mir, ich soll jetzt einen Make-up-Look schminken. Und zwar mit den Sachen, sie hatte mir irgendwann gesagt, die Sachen, die ich dir schenke, da gibt es Sachen, die kannst du zum Schminken benutzen. Oder zum... Gott, ist das süß, oder? und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue es mir mal an. Und dann hat sie gemeint, und das, was ich da noch drin habe, musst du benutzen, um dich zu schminken. Habe ich gedacht, okay, was hat sie eingepackt? Ein Pinsel oder so? Aber eigentlich habe ich so viele.
Und da habe ich mich so totgelacht. Also jetzt weiß ich, was mein Schatzelein, selbstverständlich werde ich versuchen, einen Make-up-Look zu schminken. Und jetzt habe ich hier viele kleine, ich sage immer so, kleine Bonbons. Na, Bonbons drin. Also ich habe hier einige. So, also jetzt habe ich hier so ein paar Bippels dran. Und zwar habe ich jetzt hier einen, ein kleines Paket. Oh, wenn ich sowas sehe, kriege ich gleich Lippenstiftsuchtanfall. Ohne Witz. Oh Gott, wie kann man so Zeug einpacken? Ich krieg da die Krise, ey. Es gab bei P2 eine LE. Ja, und sie hatte mir irgendwas davon erzählt. Ja, bla bla. Und sie hatte gesagt, da gab es unheimlich schöne Pigmente. Und hatte irgendwie, die hat mir Pigmentverbot verpasst. Ich weiß, wusste gar nicht warum. Auf jeden Fall hat sie mir diesen rose-goldenen Pigment gekauft. Der ist richtig schön. Vielen, vielen Dank, Schatz. Ich habe wirklich Pigmente und Glitzer, habe ich gar nichts. Also ich habe wirklich, ich muss sagen, ich arbeite da auch nicht so häufig mit, weil ich einfach denke, wofür? Dann habe ich hier noch so ein längliches Bonbon. Sieht aus wie so eine kleine Zuckerstange, aber es ist irgendwas zum Drücken. Also was Drückmäßiges. Oh, da ist aber super geklebt, hey. Mein Gott, das Video wird 50 Minuten lang. Kann ich nichts machen. Also ich schneide Videos eigentlich ganz selten, weil hier auf meinem Sender ist Natur pur und wenn mir die Nase läuft und mein Gesicht wegläuft, dann ist so. So, was ist das? Also, das ist ein Glitzer Pigment Primer. Das ist richtig geil, denn ich habe keinen Glitzer Pigment Primer. Das ist auch von der LE. Ich weiß gar nicht, wie sowas aussieht. Das ist einfach. Ah, das ist hier so ein. Ja, das ist so. Es riecht nach nichts. Das ist einfach so ein, sag ich mal, sowas Concealer-beppige Konsistenz. Okay, jetzt muss ich jetzt mal gucken, was fast. Hey, Schatz, das sind so viele Sachen. Du bist ja krass, Alter. So. Jetzt das nächste ist auch wieder so eine Bonbon-ähnliches Ding. Nee. Wow, Alida. Also ich habe ja viel gedacht, gell, aber ich habe nicht gedacht, dass du so übertreibst, ey. Warte. Leute, das ist ein NYX Glitzer Pigment. Und zwar, ich hatte ihr erzählt, dass ich die wunderschön finde, aber ich einfach mich nicht traue, die zu benutzen, weil das ist so beppig irgendwie, ja. Und auf jeden Fall ist es in der Farbe Bronze und das ist richtig geil. Also ich habe eigentlich gar keine, also ich habe wirklich, ich habe gerade vom Kiko habe ich zwei Farben, einmal ein rotes und einmal ein weißes Pigment. Und das habe ich mir damals, Glitzer. Das habe ich mir damals nur gekauft, weil ich das im Angebot hatte. Und dann habe ich, oh, ich habe nochmal eine Farbe. Das ist in der Farbe, das war jetzt Bronze und das ist jetzt die Farbe Copper. Und Copper ist richtig geil, das ist genau mein Ding. Das werde ich auf jeden Fall in einem Tutorial das nächste benutzen, weil es kommen ja einige Weihnachtstutorials, ein paar Glitzer, Neujahr-Tutorials auch. Und zwar ist es in der Farbe Bronze und zwar ist es ein wunderschönes Braunrot-Glitzerpigment. Richtig geil, Schatz. Na, und jetzt habe ich hier nochmal, glaube ich, eins. Also von der Form her könnte es passen. Mein Müll quillt über. Du Umweltsünder. Jesus. Oh mein Gott, die Farbe hatte ich so oft in der Hand und habe sie mir nie gekauft, weil ich nie wusste, hey, wann soll ich das benutzen und so. Eigentlich beim Make-up ist es auch krass, gell? Ich habe 100 Paletten oder so und dann denke ich mir auch nicht, warum ich sie ja nicht benutzen soll. Das ist, ich finde, eines der schönsten Glitzerpigmente, die man mir je, die absolut je rausgekommen sind. Und zwar ist das die Farbe Violet, glaube ich. Genau, Violet. Und zwar ist das ein Glitzerpigment, Leute, was blau-lila schimmert, aber so abartig schön ist. Also ich werde auf jeden Fall mir was einfallen lassen mit diesen Sachen. Ich habe jetzt immer noch 3 kleine und 5 große Sachen. I don't know. Was soll ich sagen? Das kleine hier. Sie hat mir einen Love-Nagellack gekauft. Und zwar,
Ich trage ja eigentlich, ich habe jetzt momentan meine Nägel halt sehr, sehr kurz wegen der Arbeit, weil das ist nicht einfach. Also mit so etwas längeren Nägeln zu arbeiten, ist wirklich anstrengend. Und ich glaube, das ist auch noch mal einer. Die Farbe ist Hammer. Die Farbe ist Hammer, Hammer, Hammer. Und zwar ist das ein richtig geiler Mauve-Lila-Ton. Und zwar, da stand drin Winterfarbe. Und sie hat recht. Ich habe jetzt hier nochmal zwei kleine Bomben. Und dann habe ich noch mehr Bomben und Bomben und noch Sachen hier drin. Also, ich bin excited. Okay, jetzt. Also mit den Sachen werde ich definitiv einen Look schminken. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr da gern Bock drauf hättet auf so ein paar Glitzer-Looks. Dann lasse ich. Oh mein Gott! Also, das ist jetzt die Farbe, die ich ultra schön finde. Ultra Hammer, 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 Hammer schön. Moment, ich muss das immer auffriemeln. Das ist so viel Papier immer drum. Und zwar ist das. Ach, wunderschön. Das ist die Farbe Red. Das ist ein. Ich finde nicht mal, dass es rot aussieht. Ich finde, dass es so dunkelpinkene Glitzerpigmente sind. Und ich finde die unnormal schön. Und ich werde definitiv mir was damit einfallen lassen. Also ich habe jetzt wie gesagt Bronze, Copper, Entschuldigung, Violet und Red bekommen und dieses Pigment in Rose Gold. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass es ein Rose Gold gibt. Ich wusste, dass es wohl ein Silber gab und so ein Gold, weil mehr gab es bei uns eigentlich auch gar nicht. Was anderes gab es nicht. Ah, hier ist nochmal eins. Und davon hatte sie in ihrem Video erzählt, in ihrem Haul-Video. Du kleine Ratte, du. Also das ist dieses blau-grün-braun schauschierende, dieser Ton, den ich unfassbar schön finde. Ich muss das echt alles mal testen, weil ich, wie gesagt, Glitzerpigmente für mich auch was ganz Neues sind. Das ist ein total geiler, kühler Ton, sehr kühl, aber unfassbar schön. Also ich bin echt sprachlos. Ich weiß gar nicht, wie ein Mensch so keimt. Buttermilk and Lemon mal anders. Alida und ich lieben von DM. Dieses Buttermilk and Honey Zeug. Body Lotion Spray. Lecker. Gibt's das von Müller? Aveo ist doch Müller. Oh, Leute. Der Herrgott soll mir die Erkältung nehmen. Das ist richtig lecker. Richtig lecker. Das riecht. Was man halt ist, der Duft, ihr müsst halt überlegen, das ist so ein Aerosol, das heißt, da ist auch Gas mit drin. Das riecht man schon, aber ansonsten, das verfliegt sehr schnell. Das heißt, Alida liebt mich. Was liebt Alida? Ah, marokkanische Minze, das weiß ich jetzt schon. Es kann nur marokkanische Minze sein. Und weißt du warum, Alida? Das ist genau mein Lieblingstee. Ich schwöre bei Gott. Also marokkanische Minze von Teekanne ist eines der wenigsten Tee, die ich trinke. Neben zum Beispiel jetzt diesen ekelhaften Salbei-Erkältungstee, den ich langsam schon echt mir zum Hals raushängt. Den man wirklich ohne irgendwas trinken kann. Und dann macht man wirklich ein paar frische Minzblätter rein. Und das ist so lecker. Wir befinden uns schon auf der Zielgeraden. Was heißt schon? Oh mein Gott, das war. So ein Riesenpaket, das ist nicht normal, ehrlich. Oh, voll süß, Mann. Die Alida, sie, also davon wusste ich, sie hat mir die Nights to Remember Eyeshadow Palette gekauft. Die werde ich mir als Backup behalten, weil ich die ich habe, wirklich täglich benutze und ich gerne Backups habe von sowas wie Limited Editions, weil mir reicht das. Ich habe schon schlechte Laune, wenn da eine Farbe von ausgeht, das geht gar nicht. Ich gehe mal kurz aufs Klo, ich muss rütteln. Oh! Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Für mich wird es gerade extrem anstrengend, überhaupt zu sprechen. Aber wir schaffen das. Ich habe noch, es ist einfach, der Reizhusten ist ganz, ganz schlimm. Also diese Momente, wenn man halt mal eben denkt, man übergibt sich gleich, ist so abartig. Ich wünsche euch für eigentlich für eure Weihnachten nur Gesundheit. Gesundheit, Liebe, Zufriedenheit, einfach ein erfülltes Leben, steckbare Ziele, erreichbare Ziele. Oh mein Gott.
Alida, du bist so süß, wirklich. Alida weiß von meiner Liebe zu diesen Schlüsselsachen. Und Schatz, vielen, vielen Dank. Ich liebe diese. Ich habe euch ja schon mal gesagt, die Schön und das Biest ist etwas, was mich mein Leben lang begleiten wird. Oh, selbst bei meiner Hochzeit wird es kleine Details davon geben. Und vielen, vielen Dank, Schatz. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich mache das direkt an meinen Autoschlüssel. Hey Leute, ich bin so froh, wenn diese scheiß Erkältung weg ist. Das ist echt anstrengend. Da läuft hier sogar die. Also, wer viel arbeitet, braucht auch mal Wellness. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein großes Paket. Und zwar Body and Soul Red Berry, Granatapfel und Cranberry. So, das war das letzte Item. Ich muss sagen, ich bin echt überwältigt von den Sachen, die du dir einfach einfallen hast lassen, Schatz. Ich kann dir echt nicht genug danken für die ganzen Pigmente, die wirklich so viel Geld kosten. Das hättest du nicht tun müssen. Für die ganzen durchdachten, süßen Details, für die zugehörten Lieblingssachen. Das ist einfach der Hammer. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich werde diese Sachen von der Alida jetzt dazu benutzen, um da hinten ein bisschen zu dekorieren, weil sie hat jetzt zum Beispiel, diese Schleife war noch übrig. Und, oh, Leute, es tut mir so leid, ich würde so gerne schönere Videos für euch machen momentan. Es ist so schwierig gerade. Unter Tisch, Zeug. Und ich werde das definitiv in meinem Bad stellen. Die Pigmente und all die Sachen, die ich so bekommen habe, werde ich euch definitiv in einem Weihnachts-Make-up-Tutorial zeigen. Schreibt mir mal ganz gerne in die Infobox bzw. runter in die Kommentare, was ihr gerne für Looks hättet. Also richtig, wollt ihr einen roten, rotes Smoky Eyes? Wollt ihr normales Smoky Eyes? Und was fällt euch einfach so ein, was ihr Lust habt? Schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Abo da, wenn du Lust hast. Und wir sehen uns bald.